Song. Ich habe diesen Song, ich habe dazu das auch unter das Video drunter geschrieben. Der Song ist entstanden, das ist Monate her, oder nicht direkt danach, ich glaube, es war sogar ein bisschen noch vor dem Drift-Event, weiß nicht mehr genau, auf jeden Fall das Drift-Event, ist eigentlich die Phase, wo Venus so richtig mit Autos in Berührung gekommen ist und es hat sich ihr Dream fulfilled, dieses Schnellfahren, dieses Highspeed und so weiter. Und ich habe dann auch einen Beat gefunden, den ich mega, immer noch mega, mega krass heftig finde. Das war der erste Beat, bei dem ich gesagt habe, okay, ganz ehrlich, ich frage den Producer, wie viel der kostet, also wie viel die Endlizenz kostet. Hab den angeschrieben, der hat geschrieben $500. Dann habe ich geschrieben, okay, das kann ich mir nicht leisten. Ich nehme halt die Teillizenz, wie sonst auch immer. Hab dann den Song aufgenommen und dann sind aber unterschiedliche Sachen dazwischen gekommen, also IC-Sachen, die irgendwie auch nicht dazu gepasst hätten zu dem Song. Und auch sonst haben wir dann auch Film gedreht und so. Und ne, das war dann immer, ich habe dann auch das Auto gebraucht und ich hatte das Auto nicht. Dann musste ich da noch warten, bis ich irgendwie, ne, dann hat sich ja Mr. Maximus und so gemeldet. Dann war die ganze Geschichte. Dann haben wir überhaupt überlegen müssen, wie wir das organisieren. Also es liegt so viel Zeit dazwischen. Und dazu kam noch, dass vor 2 Wochen ich herausgefunden habe, dass Crystal Head Records denselben, verdammt nochmal, denselben Beat bei einem anderen Song auch benutzt, nämlich von LS Taxi. Es ist aber was anderes, auch wenn man hört, merkt man das. Ich meine, man merkt auch bei mir, dass ich habe wirklich ja auch viele Monate dran gearbeitet und es kam immer eine neue Schicht dazu, es kam immer was Neues und ich bin sehr, sehr zufrieden auf das Ergebnis und ich bin genauso auch stolz auf Crystal Head Records, was sie aus dem Beat raus gemacht haben. Ja, das war dann kurz für mich ein Schock, als ich das erfahren habe. Dachte so, oh mein Gott, was? Ja, aber es ist all good, it's all good. Und ja, dann haben wir das Video gedreht, unfassbar mit dem Italy GTO, dass das geklappt hat. Das ist die offizielle Rino schlüpft aus ihrem Kokon. Das ist der offizielle Rino schlüpft aus ihrem Kokon-Song. So will ich das betiteln. Die letzten 2 Songs waren sehr emotional. Dieser Song ist einfach nur, jetzt mach mal Highspeed. Gott, ich dreh durch. Das ist jedes Mal. Wisst ihr, Monate. Wir reden hier von Monaten. Oh Gott, ich liebe dieses Cover einfach. Gleich mal Screenshot. Oh mein Gott, das ist so aufregend. Oh shit. Glaube ich, kann man sehen. Es ist einfach nur mega. Ich freue mich so sehr. Ich sage an dieser Stelle auch an den Spieler Max vielen lieben Dank fürs Aufnehmen von dem Musikvideo. Das hat sehr viel ausgemacht. Es war ein mega krass cooler Vibe am Set. Und natürlich auch an den Spieler von Mr. Maximus, der das überhaupt ermöglicht hat mit dem Auto. Und ja, das kann ich erstmal so OC sagen. Wow, okay, ich muss ganz kurz durchatmen. Ich bin richtig so. Ich muss das jetzt erstmal verarbeiten. Oh, ich liebe es, dass der letzte Shot. Ich habe eigentlich gedacht, ich ende mit einem Blackscreen, aber nee. So, jetzt die Leute verstehen das. Ich habe das mit Absicht, diesen Songwriting-Prozess ein bisschen auch hier angeschnitten. So, deswegen, ich lese das mal ganz kurz vor, was hier steht. Also erstmal so über den Song und dann Storytime. So. Road Italy GTO in Summer nach meinem ersten Drift-Event in LS. Also ich mische ja immer mit Reno in Anführungszeichen Deutsch und Englisch und Italienisch so ein bisschen manchmal auch, weil ich so dieses Typische zeigen will, dieses zwischen den Sprachen sein. So. Also, ich habe das erstmal hier reingeschrieben. Ich weiß, wir haben das angespielt, als wir damals auf dem Parkdeck waren. Ich erkläre mir das so, dass wir den Song da sozusagen durchgegangen sind. Also Reno. Auch wenn er in der Serie Sachen sieht und denkt, das ist in dem Moment, ist das wie in echt bei einer Songwriterin, die Sachen sind auch schon sehr lange im Kopf. Und wir wissen ja auch, ne, ich saß im Sommer da und habe den Song
im Sommer schweißgebadet aufgenommen. Draußen war es, ich kann mich erinnern, noch 32 Grad und ich saß hier in meinem Zimmerchen und habe Highspeed eingerufen ins Mikrofon. Also, da, so lange ist das her. So. Road Italy GTO in Summer nach meinem ersten Drift-Event in LS. But good things take time, vor allem wenn man ein Musikvideo dazu will und einen echten GTO dazu braucht. Ich dachte schon, ich werde diesen Song nie releasen. Time went by, but I never gave up believing someone would help me someday finding this car. Monate später, here we go. Ich fand es wichtig, gerade bei diesem Song zu erzählen, wie lange sowas teilweise dauern kann. Also klar, die Leute halt, ne, ich weiß genau, manche skippen das durch oder ist halt nicht die Musik, aber einfach, dass man versteht, dieser kreative Prozess dahinter und dass man vielleicht auch sieht, OOC, okay, krass, das Drift-Event, ich erwähne das Drift-Event, das heißt, die Leute vom Drift-Event sehen, oh mein Gott, wir haben wirklich hier jemand inspiriert. Also, du denkst dir vielleicht, IC, naja, das ist halt so ein Event, aber was das mit den Leuten macht, die Musik machen, das hast du ja gar nicht, das kannst du ja gar nicht wissen. Und jetzt Monate später wirst du dann halt vielleicht sehen, oh mein Gott, krass, ne? Und das ist dieses Parkhaus an dem Drift-Event, ich weiß nicht, war das im August, stand ich da oben mit Reno, es gibt davon auch einen schönen Screenshot, ich stand da und habe gesagt, hier oben würde ich gern ein Video drehen. Und das war eigentlich der Startschuss für das, was jetzt im Dezember, was man hier sehen kann. Also das war der Moment, ich wusste, ich stand da oben, ich muss da ein Musikvideo machen. Und dass sich das dann bewahrt, also dass sich das dann erfüllt, ist halt umso schöner. Und ich habe dann auch noch halt reingebracht, so das habe ich noch nicht vorgelesen, grazie. An die Person, die mir den GTO geliehen hat und dieses Video möglich gemacht hat. Ich habe gestern, ich bin bis heute Morgen um 4 Uhr da gesessen und habe versucht, übrigens das Autokennzeichen raus zu machen, weil ich das eigentlich immer mache. Es war aber unmöglich, weil ich da diesen Boom-Boom-Effekt drin habe, der das Bild die ganze Zeit verschiebt. Und ich habe dann auch gedacht, ganz ehrlich, ein Mr. Maximus schämt sich, glaube ich, nicht dafür, dass er das Video, dass er sein Auto in dem Video zu sehen ist. Also außerdem, man muss das auch ein bisschen mal IC denken, nicht jeder hat Zugriff auf das Autokennzeichen. Also klar, die Cops wissen dann vielleicht, okay, das ist wahrscheinlich dem sein Auto, aber ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass er ihm das peinlich ist oder so. So, dann to M, also das heißt Max, for having a lot of fun at the shoot and for understanding my vision, was er zu 100% verstanden hat. Das ist ganz arg wichtig für den Dreh. Und teilweise, wo er vielleicht auch gedacht hat, okay, auch am Anfang mit den Schuhen, wo er gedacht hat, hä, wahrscheinlich, was will sie damit erreichen? Aber ich hinterfrage das nicht, weil sie wird schon wissen, was sie macht. Und das hat er genau gut, genau richtig so gemacht. Hier, dann to the sponsors. Ihr helft uns, das umzusetzen, was wir brauchen. Ich habe das auch mit Absicht nochmal reingebracht, weil am Anfang, wir gehen das gleich nochmal genau durch, wer das alles mit den Sponsoren, wie das dazu gekommen ist. Dann hier to the car community of San Andreas. You showed me your world and inspired me to write this song. Damit ist eigentlich jeder einzelne Char gemeint, der Reno jemals an dieses Thema näher herangebracht hat. Once again, the city showed me that if we help each other, things like this can become true. Das ist eigentlich, ich habe das gestern schon zu Mr. Maximus gesagt, es geht auch um das Auto, aber es geht vor allem darum, um die Geschichte von diesem Song, dass ich habe mir das nochmal angeguckt. Ich glaube, vier Leute haben zu Reno gesagt, das wirst du nicht schaffen, nimm doch einfach, warum zeichnest du nicht so ein Auto rein ins Video und so, ne? Das ist wirklich eine Geschichte, wo alle Leute zu Reno gesagt haben, du wirst so ein Auto nicht bekommen für dein Video. Und dann hat sich doch Mr. Maximus gemeldet und deswegen ist es auch so was ganz Besonderes einfach. Okay, jetzt gehen wir das noch mal ganz kurz. Jetzt gehen wir das inhaltlich durch. Also ich mache ja eigentlich immer von allen Leuten auch so eine Besprechung von ihren Songs. Deswegen bei meinem eigenen habe ich sehr viel zu sagen. So, also wir fangen jetzt mal wirklich Step by Ding an. Dieser Tanz, den ihr da seht, habe ich mir vor ungefähr es war auf jeden Fall Frühling. Es war sehr früh. Sehr, sehr früh habe ich mir überlegt, wie
Können wir eigentlich ein bisschen Tradition in diesen Tanz reinbringen, wenn Reno irgendwo tanzt? Wir waren ja dann auch in Strawberry und haben ein paar Drill-Sachen gezeigt bekommen. Das war mir auch sehr wichtig, dass es nicht einfach so, oh ja, ich kann das einfach, sondern nee, wir haben das schon gezeigt bekommen von den Leuten. Und gleichzeitig habe ich mich dann gefragt in diesem Moment, was ist eigentlich der Reno-Tanz? Also was bringt sie ein bisschen von ihrer Geschichte aus mit? Und das ist eigentlich das. Also ich habe da am Anfang ja auch diese Gitarre eingespielt und habe das so ein bisschen versucht, ich will jetzt nicht sagen Mafia-Style, aber halt so, ne, von der E-Gitarre her habe ich das drüber gespielt, was man da gerade eben hört. Und ich wollte so das reinbringen, dieses Heimatgefühl und trotzdem in Los Santos. So, das war eigentlich das. Dann, ihr seht hier zum ersten Mal, hat Reno überhaupt ein Logo drin. Ich habe mich eigentlich immer geweigert, irgendwelche Logos reinzumachen, weil ich immer gedacht habe, das nimmt halt die Ästhetik unglaublich weg. Ich habe es aber jetzt so gelöst, dass ich jedes Logo in diesem Videostil gemacht habe. Das sieht jetzt ein bisschen älter aus, so, ne? Die anderen Sachen auch so. Und ich denke mir, das ist meine künstlerische Freiheit. Das ist ja immer noch das. Das ist ja auch immer noch weiß oder so. Die Schrift ist es halt nur ein bisschen verblasster so. Und ich finde das wirklich so okay, dadurch, dass man am Anfang einfach nur diese Schuhe so sieht. Das ist ein bisschen auch dieser Footloose-Style, wenn ihr den Film kennt. So, das war eigentlich der Anfang. So, ich lasse mal ganz kurz weiterlaufen. So, up to date. Das habe ich gestern noch reingemacht, weil wir ja das Gespräch noch hatten. Das war so, also ich habe mich ja echt so gefreut. Und ich hatte ja auch Angst, dass up to date, was da, also dass irgendwer was dagegen hat, dass ich noch andere Kooperationspartner habe, wenn man immer so denkt, ja, zwei Klamottenläden. Aber das war kein Problem. Dann zum ersten Mal, das ist ja der Running Gag, seitdem Reno im Pfandhaus die Kamera gekauft hat. Ganz am Anfang, dass das Pfandhaus natürlich unbedingt erwähnt werden will. Und es war ja klar, dass ich, wenn ich die anderen Logos reinmache, dass ich dann auch jetzt endlich ihr Logo reinpacke. Man kann es kaum lesen, wahrscheinlich wird das Mickey auch sagen, aber das ist halt so das ist der Effekt, das ist bei den anderen auch so. Ja, ich freue mich schon. Vor allem, weil sie halt an dritter Stelle kommen. Da wird wahrscheinlich Mickey auch was sagen. I don't know. Okay. Dann machen wir mal weiter. Und das ist der Moment, als ich dann, also wir haben das jetzt schon mal ganz durchgeguckt, ne? Wundert euch nicht. Das ist der Moment, in dem sich das Ganze bewahrheitet hat, was wir vor Monaten gesagt haben. Ich möchte hier ein Musikvideo drehen. Das war der Moment. Ich liebe ihren Style. Ich liebe es, dass wir diese Tasche benutzt haben. Das ist so unfassbar cool einfach. Ja, ich bin sehr zufrieden mit diesem Look. Also die Ästhetik von den Musikvideos ist mir immer sehr wichtig. Passt das zum kompletten Vibe? In welcher Phase befindet sich Reno gerade? Das ist auch schon, ich meine, das ist abgesehen davon, dass es schon auch so ein bisschen so ein Auto-Outfit ist in dieser Szene, könnte ich mir es gut vorstellen. Ist es gleichzeitig auch so ein, die Presse will ständig was von mir Outfit. Das ist das, ich finde das einfach der heftigste Shot von allen. Und es fällt mir einfach da dieses Gespräch an, was wir mit Max hatten, als er gesagt hat, Reno, trägt man diese Schuhe zu der schicken Hose? Und Reno dann so, ja, das ist der moderne Style und so. Und ich liebe das einfach. Es ist schön, das alles jetzt als Endprodukt zu sehen, sag ich euch. Unfassbar, dass ich selber dieses Auto gesteuert habe. Ich dachte ja die ganze Zeit, ich mache einen Crash oder so, was zum Glück nicht passiert ist, weil ich habe sehr aufgepasst und bin nicht schnell gefahren. Aber ja. Als ich diese Einstellung gesehen habe, habe ich gedacht, oh mein Gott, Max, wie toll ist das denn? So, dann gehen wir mal ein bisschen jetzt in den Inhalt, was ich schon mitbekommen habe, wo Leute einfach straight up zu Reno gegangen sind und gesagt haben, um was geht dieser Song? Bin ich die Person in dem Song? Ne, so.
Ja, was soll ich dazu sagen? Dieser Song ist ein Gefühl des Lass uns mal kurz alles vergessen und einfach rumfahren. Also eigentlich same story, aber in dem Fall ist es ein bisschen erwachsener vielleicht noch, dass wir werden gleich dazu kommen. Auf jeden Fall, Belucci ist ja Monica Belucci und Escobar ist ja klar. Jetzt könnte man überlegen, wenn man diese Story kennt vom Drift-Event, die ja Tränen, leider mit sehr viel Tränen geändert hat an dem Abend. Aber Reno hatte da auch ein Telefonat. Wie soll ich das sagen? An diesem Abend hat Reno ein Angebot bekommen über 15.000 Dollar. Also ich muss mal ganz kurz sagen. Also der Abend, also dieses Drift-Event war nicht nur schlecht oder so. Da waren halt auch sehr viele coole Sachen. Wie gesagt, die ganze Autoszene und irgendwie generell so dieses Gefühl einfach, oh mein Gott, ich bin in dieser, ich will es nicht sagen Autostadt, aber einfach in diesem, in dieser Szene da gerade so drin und oh mein Gott, Reno, sie findet tolle, schnelle Autos und oh mein Gott und so. Und dann durfte sie ja auch einmal mitfahren und es war schon alles, was eigentlich mich bewegt hat, dann auch mal so einen Song zu machen. Wie gesagt, die anderen zwei Songs davor waren ja sehr emotional. Also ich glaube, alle Songs von Reno sind emotional, aber das ist der, der sagt, ja, das, was sie eben da in den Lyrics sagt, so, ne? Ich glaube, das ist auch ein sehr wichtiges Ding, worum es da in dem Song geht, dieses Freiheitsgefühl. Und wir wissen ja, dass Reno sich niemals so ein Auto leisten kann, aber trotzdem, jeder Mensch will sich ja so dieses einmal, so dieses, ich, lass uns einfach mal ganz kurz alles vergessen, so. Und daher kommt das. Und ich habe auch beim Songwriting mich ein bisschen daran orientiert, wie würde man schreiben, wenn man vielleicht auch bei einem Autorennen oder so mitmacht. Weil wir waren ja dann danach auf diesem Foto Cup, das kam ein bisschen später. Aber so, und deswegen kommen halt ständig diese Wörter so Challenge und Champion und es gibt keine Competition und so. Und halt so dieses Gefühl einfach. Ich habe versucht, dieses Gefühl einzufangen und gleichzeitig noch damit zu vermischen mit Rinos, wie man hier sehen kann, ne? So das mit dem Tanz und dieses Komistei und so. Okay, und jetzt zu dieser Textzeile. Wir wissen, Reno hat sich, das ist alles nie passiert. Okay, das müssen wir mal ganz kurz festhalten. Die Leute, die Reno nicht kennen, denken, oh mein Gott, sie singt ja über irgendeine Szene, die passiert ist. Diese Szene ist nie passiert. Niemand hat Baby geflüstert. Reno hat sich an kein Auto angelehnt. Das ist ja das Witzigste von allem, dass wir einer der wenigen, naja. Wir sind auf jeden Fall ein Char, der noch kein Beziehungs-RP angespielt hat, weil ihr wisst schon, die Presse und alles und nein. Und trotzdem singt Reno ständig eigentlich von irgendwelchen Sachen und das darf nicht sein und wir treffen uns da, was ja tatsächlich bei den anderen Songs auch passiert ist, aber bei diesem Song, also ne, niemand hat das gesagt zu Reno. Auch wenn viele Leute das vielleicht denken, okay, da war wahrscheinlich irgendwas und sie hat das auf das. Nein, nein, das ist einfach nur die fiktive Songwriting-Geschichte, die hätte sein können. Wir drücken es mal so aus, die hätte sein können und auch, dass die Leute sich mit anderen Menschen darin wiederfinden. Also nicht auf Reno bezogen. Das ist ja auch leider oft der Fall, dass sie dann denken, oh mein Gott, Reno hat einen Song über mich geschrieben. Nein, so, das ist einfach, ich hoffe, dass, also einerseits, das ist ein ganz komisches Ding, wenn einerseits denkst du, es ist ein Kompliment, wenn jemand denkt, der Song ist quasi über den Chart, und manchmal ist das vielleicht auch der Fall, aber in dem Fall, es ist sehr abstrakt so.
glaube auch, dass der Song tatsächlich nicht nur über die Car-Community ist, sondern auch wirklich über Reno. Es ist eigentlich das Gefühl, das Reno hat. Sie will sich fühlen wie ein Rock-Superstar. Darum geht es eigentlich. Das ist Reno ihr Moment. Ja, darum geht es eigentlich. Und dann vielleicht aber auch, egal mit wem man rumfährt, dieses Gefühl von, das ist schon auch schon wieder diese Bonnie und Clyde-Thematik, wie halt eigentlich immer. Wir haben ja auch gehört, dass Reno auch ein bisschen Ballett gehabt hat. Ich wollte es jetzt nicht krass übertreiben, aber halt so die Anfangssachen habe ich im Hintergrund, ne, sie machen lassen. Dieses Highspeed die ganze Zeit, ne? Das kam mir, also den Song wann irgendwann im August, glaube ich, und dieses Highspeed kam mir dann irgendwann im September, dass ich dann die ganze Zeit und habe dann die ganze Zeit Highspeed eingesungen. Oh mein Gott, einfach. Aber ich liebe das, weil das passt. Das passt einfach zum Song. So, jetzt fängt's an. Wir müssen das durchgehen, ein Stück für Stück. Ich habe mir gedacht, okay, ich führe jetzt ein paar Auto Marken auf, die Reno auch schon mal gehört hat. Sie kennt sich ja noch nicht so gut mit allem aus, aber ja, so, das ist erstmal so die erste Ansage. So, vergiss mal den Buffalo. So, und dann Tulip, das ist das, was viele Leute fahren, diesen Tulip. Also Reno kennt zum Beispiel Elva, die den Tulip fährt, und ich glaube Gideon auch. So, das ist so die Aussage, das ist ein schönes Auto. Aber ich will halt den Romeo unter den Autos und das ist für Reno ein anderer. Übrigens, GTO ist eigentlich Renos zweitliebstes Auto, weil das andere kommt gleich im Text. Das ist eigentlich auf die Nummer 1, weil das ist ein bisschen flacher noch. Aber das ist schon, also die zwei Autos sind auf jeden Fall auf Platz 1, sonst hätte ich keinen Song drüber gemacht. So, Washington, das ist natürlich das Auto, das Reno selber besitzt. Und wir wissen, dass das kein schnelles Auto ist. Deswegen diese Zeile. So, und Bravado, das ist halt auch so eine Automarke, die viele Leute gut finden und mögen und ich auch schon gesehen habe. Also so dieses, ja, einfach Modell von dem Auto. So, das ist jetzt das Nummer 1 Auto. RSX. Das ist wirklich, deswegen habe ich noch das reingebracht, mein Hardcore-Glow. Ich dachte so, oh mein Gott. Und natürlich, ich habe versucht, auch was zu machen. Ich pausiere jetzt immer, weil man hört das jetzt nicht, aber dass sich natürlich alles aufeinander reimt. So, so das. Ich kann es nicht fassen, dass ich dieses Auto gefahren bin, also als Spielerin dahinter und keinen Unfall gebaut habe. Ich kann mich erinnern, als ich das gestreamt habe, ne? Wo ich dann gesagt habe, sie auf dem Notizzettel und so, ich will halt, dass das so rüberkommt, dieses Gefühl von, okay, ich meine, hier man sieht, dass es nicht ganz auf dem Auto liegt, aber ist egal. So, don't judge me, was soll ich machen? Ich mag halt einfach schnelle Autos. Also ich mag genauso auch diese Retro-Autos hier, aber das ist halt die. Der Song einfach. Ah, genau, das ist eine sehr wichtige Zeile, deswegen pausiere ich hier mal. Das Witzigste ist, du siehst dieses Auto und du denkst, das ist ja nur Angeberei vielleicht. Also wenn du Reno nicht kennst, ich weiß es nicht. Aber wenn du dann genau hinhörst, siehst du diese Zeile, Baby, no money. But someday we flow. Also das ist so dieses nochmal reingebracht, es ist alles nur eine Illusion. Wir können davon träumen, aber es ist aktuell einfach eine Illusion. Aber irgendwann werden wir es schaffen. Ich glaube, das ist die Kernaussage von dem ganzen Song, die ein bisschen versteckt drin ist. So. So, und dann, so, das ist so dieses, irgendwann werden wir sagen, ach ganz ehrlich, 200.000,
Ach, das ist nur, das ist doch nur to go für mich so. Irgendwie so vom Prinzip her, wisst ihr, so vom Vibe. Irgendwann, was man sich halt so erträumt. So, das ist eine Zeile. Ich erkläre dich jetzt mal nicht. Ich finde es interessant, dass sie nicht explizit reingebracht haben. Wahrscheinlich haben sie das anders interpretiert, was auch gut ist. Mach jetzt mal weiter. Und da habe ich hier, man sieht ja, das ist immer so, das ist echt eine coole Aufnahme von Max auch, ne? Und dann durch dieses Licht, das von dem Strahler kommt, das ist, da habe ich halt so gemacht, dass es dann immer so durchscheint, so, ne? Und hier sind glaube ich, drei Video, nee, drei oder zwei auf jeden Fall Aufnahmen aufeinander. Zum Beispiel hier siehst du dieses Italy GTO von dem Auto. Von der anderen Aufnahme noch, habe ich noch mal so reingemacht. Davon habe ich geträumt, seit Monaten das Video so enden zu lassen. Ich sag ja immer, ich habe das monatelang in meinem Kopf. Ich weiß ganz genau, wo das hingehen soll. Und von dieser Bewegung habe ich geträumt, dass wir die reinbringen. Und dann habe ich es einfach gemacht. Das ist das Ultra-Coolste. Von allem. Allein deswegen hat sich das Video gelohnt. Und dann am Ende nochmal. Habe ich extra nochmal so. Weil der Song ja so ganz komisch ausläuft, das ist so ein Echo, das habe ich auch nicht wegbekommen irgendwie. Ich dachte so, ja, okay, ganz ehrlich, dann mache ich halt das, lasse ich noch weiterlaufen. Und dann haben wir so als allerletzten Shot, sehen wir dann einfach noch das. Und das hier ist auch das Cover dann